Heute den Gast eingeladen, den Tristan. Ab sofort werden wir jede Woche Dienstag 15.45 Uhr das Training für die U12 und U14 online streamen. Damit ihr das regelmäßig mitbekommt, ist es ganz wichtig, dass ihr unseren Rasterfechter YouTube-Account abonniert, die Glocke anmacht für Push-Nachrichten, damit ihr jedes Training bei uns mitmachen könnt. Schaltet auch ruhig mal rein bei unserer Online-Sportstunde am Freitag und bei allen anderen Trainingseinheiten der U11 und der U16. Die sind entweder am Dienstag 14.45 Uhr und Freitag 12 Uhr bis 12.30 Uhr. So, wir fangen heute ganz entspannt an. Paar Dribbelserien, Abschlusssachen, nichts super Kompliziertes. Ich wünsche euch viel Spaß, macht fleißig mit und let's go. Wir fangen an mit der ersten Dribbelserie, dafür geht Tristan an die Wand. Und die erste Situation wird sein, dass er kniehoch dribbelt, 50 Wiederholungen und dann wechselt er die Hand, 50 Wiederholungen links. Tristan, bist du bereit? Ja. Sehr schön. 3, 2, 1, start. So, was Tristan bereits super gut gemacht hat, ist der Schutzarm, den er rausgenommen hat, wenn wir dribbeln. Weil, wie jeder weiß, wenn wir den Ball dribbeln, wollen wir den Ball möglichst gut mit unserem Schutzarm beschützen. Nächste Sache, die kommt, da wird ein Schutzarm allerdings sehr, sehr schwierig, ist, wir dribbeln einfach mal auf Schulterhöhe. So hart es geht, ja, let's go. 50 Wiederholungen rechts, 50 Wiederholungen links. Let's go, let's go, let's go, let's go. Da geht mehr. Sehr gut, Tristan. Let's go. Weiter geht's. Bravo. Okay, für die nächste Aufgabe braucht ihr eine Wand, an der ihr gleich, beziehungsweise die ihr gleich berühren müsst. Das heißt, ihr habt jetzt kurz Zeit, euch eine zu suchen. Wir haben natürlich praktischerweise in unserer Halle unsere eigenen vier Wände. So, Tristan dreht sich um. Und jetzt, wenn er den Handwechsel macht, berührt die Hand, die den Handwechsel gemacht hat, also in dem Fall die rechte, kurz die Wand, dann gibt es den Handwechsel wieder zurück. Dann berührt die linke Hand die Wand. Das sind circa, machen wir 100 Wiederholungen. Tristan, du weißt, was gemeint ist? 3, 2, 1, let's go. Ja, findet euren eigenen Rhythmus. Erstmal locker reinkommen. Wenn ihr euren Rhythmus habt, könnt ihr ruhig noch schneller werden. Let's go, Tristan, da geht noch mehr. Come on, come on, come on, let's go. Sehr, sehr gut. Sehr gut, come on, come on, come on, bring es zu Ende, let's go, let's go, let's go. There you go. Sehr, sehr gut. Hey, good job vom Tristan. Aber das ist für den Anfang natürlich noch relativ einfach. Jetzt legen wir den Zahn zu, es wird ein bisschen schwieriger. Ein Bein kommt nach vorne, wie in einem Ausfallschritt. Jetzt wird der Ball durch die Beine übergeben und wir bleiben in demselben Muster, dass die Hand, die den Ball gedribbelt hat, kurz die Wand berührt. Also, bumm, Wand berühren, Handwechsel, Wand berühren. 50 jetzt pro Bein, wieder insgesamt 100. Let's go!
Sehr gut. Ja, wenn ihr die Wand berührt habt, kann die Hand sich schon wieder vorbereiten, damit der Ball empfangen wird. Und wer sich sicher fühlt, kann noch einen Zahn zulegen. Tristan, come on, da geht noch mehr. Let's go. So, waren das jetzt 50 pro Bein? Ein Bein. Ah, ein Bein, also müssen wir noch die andere Seite machen. Good job, Tristan, weiter geht's. Come on, come on, weiter geht's. Bravo, bravo. Noch härter dribbeln, wenn du kannst. Let's go, let's go, let's go. Sehr, sehr gut. Bravo. Yes. Hoppa. Okay. Das war schon sehr, sehr gut von Tristan. Die letzte Übung, die wir jetzt noch haben, die ist natürlich das Nonplusultra. Super schwer. Aber ich glaube, ihr könnt das schaffen, so wie der Tristan. Der letzte Handwechsel wird sein, der Handwechsel hinterm Rücken. Und wieder dasselbe Prozedere. Die Offhand, die Hand, die den Ball gedribbelt hat, wird die Wand berühren. Dann wieder im Wechsel. Boom, boom, boom. Okay, Tristan, bist du bereit? 3, 2, 1, Start. Super, Tristan, das sieht super aus. Mir reichen bei der Übung schon 50 Wiederholungen. Wenn du deinen Rhythmus gefunden hast, wieder schneller werden. Sehr, sehr gut. Bravo, Tristan, das machst du klasse. Ja, und kein Problem, wenn ihr den Ball wie Tristan häufiger mal verliert. Dafür sind wir im Training. Entspannt euch, Ball holen, weitermachen. Okay, wenn ihr das so gut gemacht habt wie Tristan, habt ihr euch eure erste kleine Trinkpause verdient. Tristan, du darfst kurz was trinken gehen. Währenddessen erkläre ich die nächste Übung. Dafür braucht ihr ein bisschen mehr Platz und einen Korb zu Hause. Und zwar, wir haben hier glücklicherweise natürlich die Halle zur Verfügung. Die Dreierlinie ist ca. 6,75 von dem Ring entfernt. Die Position suchen wir uns nämlich gleich aus. Was wir gleich machen werden, ist, wir haben den Ball erstmal in unserer starken Hand. Wir dribbeln den Ball rechts, ziehen den Ball rüber auf links, gehen jetzt in einen sogenannten Drop Step. Ja, und wenn die Füße auseinander gehen, das nenne ich Scherenschritt. Jetzt kurz verzögern und die erste Sache, die wir machen, ist aus der Position das erste Dribbling der Attacke zu setzen, ein zweites Dribbling möglicherweise und dann in den Unterhandkorbleger. Tristan, du weißt, was gemeint ist? Ja. Sehr gut, dann lass uns zeigen, wie gut du das machen kannst. 3, 2, 1, Start. Hopp. Hoi. Und kein Problem, nachsetzen. Wenn man daneben wirft, setzt man nach. Und weiter geht's. Bum, bum, bum. Ah. Eine kurze Unterbrechung, was Tristan noch nicht ganz richtig macht, ganz kurz, ist, wir machen nur zwei Dribblings, nämlich rechts, links und dann gehen wir aus diesem Move in den Split Stance rein. Okay, kein drittes Dribbling, es reichen zwei. Let's go. Hopp, super. Ja, das ist genau der Rhythmus, den wir haben wollen. Eine letzte Kritik, die man jetzt gerade noch anbeifügen kann, ist, wenn du den Ball hast, wohin willst du gucken? Alle Mitspieler sehen. Alle Mitspieler sehen? Sag das ruhig den allen da draußen. Du willst alle Mitspieler sehen, was musst du dafür tun? Auch in die Corner gucken. Auch in die Corner gucken, okay. Aber wenn ich jetzt so gucke, sehe ich auch die Corner, oder? Ja, also alle sehen. Alle sehen. Heißt, wenn ich idealerweise den Korb angucke, sehe ich eigentlich das gesamte Spielfeld. Okay? Heißt, löst euren Blick vom Ball, auch zu Hause, und weiter geht's. Boom. Schön strecken Richtung Ring. Ja, ich weiß, ihr seid noch nicht alt genug, aber in 4 Jahren will ich, dass ihr das alle dankt. Bravo, sehr gut. Denk dran, die Finger abzurollen Richtung Ring. Ich brauche noch 4 Treffer, Tristan.
Blitzdance, super. Klasse. Ah, Unterhandkorbleger, ne? Abrollen, Unterhandkorbleger. Super, sehr gut. Wie viel hast du? Er braucht noch zwei. Ja, wichtig bei unserem Rastertraining, gerade in den U14 und JBL und Älterteams. Super wichtig, wir wollen immer so laut es geht sein. Heißt, wenn ihr einen Treffer macht, dann sagt das ruhig super laut an, gerade wenn ihr wieder in unserem Training seid. Boom, push. Super, Tristan. Klasse, das kann er mit der rechten Hand wirklich gut. Wie sieht es mit der linken Hand aus? Mal schauen. Bumm, pom. Okay, kein Problem, weiter geht's. Dafür bist du im Training da. Bumm, bumm, super, hopp. Klasse, Tristan, sehr gut. Ja, nicht vergessen, wir wollen nicht gleich aus den ersten zwei Dribblings losdribbeln, sondern erst kurz verzögern in dem Splitstance und dann mit so viel Karacho, wie es geht, losdribbeln. Push! Super, Tristan, das war klasse. Sehr, sehr gut. Ja, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, keine falsche Scham, schreibt das ruhig in unserem YouTube-Live-Chat, kein Problem. Oh, klasse. Okay, dann brauchen wir noch zwei Treffer. Super, Tristan. Klasse, klasse laut. Sehr schön. Bumm, bumm. Augen zum Korb. Nicht vergessen. Auch schon einen Dribblings auf der Stelle. Okay, ganz kurz Stopp. Auch für euch zu Hause. Lieber 100% bei der Wiederholung. Lieber 100% bei der Wiederholung, als die ganze Zeit im Jogging. Okay, wenn wir attackieren, dann wollen wir das mit vollem Tempo machen. Wenn ihr dann kurz keine Luft mehr habt, so wie der Tristan jetzt gerade, der pumpt nämlich schon wie ein Maikäfer, ja, dann kurz ausruhen, kein Problem. Ja, und wenn ihr euch wieder fit fühlt, macht ihr weiter. Und wenn wir dann bei der nächsten Übung sind, dann macht ihr kurz, vielleicht stoppt ihr das Video und könnt das vielleicht im Nachhinein noch fortführen. Alright, weiter geht's. Augen zum Ring, hopp, super. Das sind sechs. Die nächste Sache, die wir machen, leg mal los. Oh, Entschuldigung, bleib kurz hier, mein Fehler. Die nächste Sache, die wir machen, ist, wir haben wieder den Dribbelrhythmus. One, two, Splitstance, Scherenschritt. Und jetzt verlagern wir den Ball von ganz weit rechts außen nach links, machen einen Dribbling von der Attacke und gehen in den Sprungwurf rein. Okay, Tristan, kannst du das vielleicht zeigen? Ja. Sehr gut. Ja, ruhig, ganz kurz Stopp. Ruhig ein bisschen langsamer, jetzt gerade nicht so schlimm, wenn man auch mal schaufelt, damit alle sehen, wie es aussehen soll. Hopp, ein Dribbling, genau. Okay, wenn ihr daneben werft, ganz, ganz wichtig, direkt nachsetzen, Treffer machen und dann geht's weiter. Und come on, let's go. Jetzt in Live Speed, ihr habt es einmal mit uns mitgemacht in Slow-Mo, jetzt richtig Tempo. Ja, denkt dran, den Ball. Tristan, ganz kurz Stopp. Denkt dran, den Ball so weit es geht nach außen zu führen, damit wir den Verteidiger mitbewegen. Ja? Ich nenne den Crossover den Allen Iverson Crossover, weil er ihn damals gegen Michael Jordan so gut gemacht hat. Boom! Super. Alles gut, kein Problem, weiter geht's, nachsetzen. Boom, super. Let's go. Und da, sehr gut. Jetzt auch da vier Treffer, also noch drei. Boom. Super, Tristan, klasse, good job. Boom, zurückziehen, sauber, sehr gut. Ja. Denkt an die explosive Attacke aus dem Handwechsel raus. Wir schlagen unseren Gegner nicht mit dem Handwechsel, sondern mit dem ersten Dribbling danach.
Good job, bravo. Ein letzter Treffer. Boom. Und genau. Sehr gut. Bravo. Bravo, Tristan. Okay, was er auf der einen Seite kann, was machst du da jetzt wahrscheinlich auch noch? Genau, bravo. Also Hand wechseln und selbe Sache. Geh mir direkt in 4 Treffer rein. Super, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video so gut gesehen habt, aber Tristan hat den Ball wieder an der Hüfte. Denkt dran, den Ball weit nach außen zu pushen. Boom. Yeah, das war klasse. Boom, Augen zum Ring. Super, Tristan. Klasse Attacke. Hopp, hopp, hopp. Super, sehr gut. Wie viele Treffer hast du? Sehr gut, schön laut reden, ja? Boom, boom, good job. Weiter Crossover, bravo. Okay, kurz Stopp, kurz Stopp. Denkt dran, gerade ihr Kleinen, ja, wenn ihr ein O-Board haben, ein Offensiv-Rebound, was sagt Ralf dann immer? Direkt wieder reinmachen. Direkt wieder reinmachen, mit welcher Hand? Mit der linken, weil wir die natürlich nicht so häufig trainieren. Das heißt, wenn ihr zu Hause auch den Ball daneben werft, kein Problem, sammelt den Ball ein und wenn ihr nachsetzt, auch gerne mal mit der linken Hand nachsetzen. Let's go. Boom, boom, good job. 3. Yeah, let's go. Noch ein bisschen mehr Tempo rein in die Attacke, da war ich weiß, da geht noch mehr. Push, bravo. Good job. Yeah. Okay. Tristan, wie sieht's aus? Brauchst du eine kurze Pause? Geht noch. Dann machen wir weiter. Du gehst wieder an die Birne. Die nächste Sache, die wir machen, ist Boom, Boom. Jetzt aus dem Split Sense, aus dem Scherenschritt, springen wir um. 1, 2. Handwechsel durch die Beine. Dribbelattacke. Und daraus den Korbleger mit der Innenhand. Tristan, kannst du das zeigen? Ja. Let's go. Boom, boom, hopp, umspringen, boom, boom, good job. Ja, alle, die das zu Hause sehen, Tristan, wie viele Schritte hast du gemacht, nachdem du den Ball aufgenommen hast? Einen nur. Weil wir wollen in der Lage sein, auch noch den zweiten Schritt zu benutzen, falls wir eine Verteidigung dabei haben. Let's go. 1. Boom, push, bravo, yeah. Tristan, das machst du klasse. Boom, hopp, push. Good job. 3. Hopp, push, push, hopp. Oh, nachsetzen. Boom, boom. Let's go, hopp. Ja, denk dran, auch Tristan. Wenn ihr den Handwechsel macht, wollen wir außerhalb der Dreierlinie bleiben, damit wir genug Platz haben, auch aus der Position drauf zu löten. Okay, let's go. Push, ja. Oh, da brauchst du noch einen, Tristan, let's go. Boom, let's go. Good job, Tristan. 5. Yeah, okay, das reicht. Wir haben dasselbe Prozedere wieder vor auch. Das hast du mit der rechten Hand klasse gemacht. Welche Hand kommt jetzt? Links. Sehr gut. Boom, hopp, bravo. Good job. Ja, was Tristan gerade eben auch klasse gemacht hat, ist, dass sie die ganze Zeit auf den Füßen bleibt und die Füße schnell, mit den Füßen viele schnelle Bewegungen hat. Okay, das heißt nicht nur auf der Stelle bumm, bumm, sondern ruhig auch die Füße mitbewegen, damit wir schön reagieren können auf den Verteidiger drauf. Okay, let's go. Bumm, push. 2.
Hopp, hopp, good job, bravo, hopp, yeah. Good job, bravo, weitermachen. Zwei noch, let's go. Hopp, 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 bravo. Ja, kurz durchatmen, du röchelst schon wieder wie ein Maikäfer, kurz beruhigen, Tempo bei der Attacke, let's go. Boom, boom, push, bravo. Einen brauchst du noch, let's go, nachsetzen. Klasse. Hopp, bam, 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 klasse. Yeah, let's go. Bravo, Tristan. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ganz kurz eine Übung, dazu dann machen wir eine kleine Pause. Okay, du gehst wieder an die Birne. Jetzt. Wir haben jetzt den Handwechsel vorm Körper gemacht, den Handwechsel durch die Beine. Welcher Handwechsel kommt jetzt wahrscheinlich auch noch? Genau, der Handwechsel hinterm Rücken. Okay, jetzt kommt der Handwechsel hinterm Rücken. Erstes Dribbling, zweites Dribbling. Auf derselben Seite den ersten Schritt. Jetzt gehen wir an dem Verteidiger in die Mitte vorbei, machen einen sogenannten Eurostep, wie ihn wahrscheinlich die meisten meiner Lieblingsspieler machen. Okay, Tristan, du weißt, was gemeint ist. Okay, wichtig ist, wir wollen in der Regel, wenn wir von rechts nach links gehen, mit der linken Hand finishen und wenn wir von links nach rechts gehen, mit der rechten Hand, weil der Verteidiger auf der anderen Schulter ist. Okay, den Ball immer da anbringen, wo der Verteidiger nicht ist. Tristan, du hast es verstanden? Let's go. Boom, boom, hopp. Links, rechts, genau. Eine kleine Grundregel, die ich auch noch habe, ist, ihr seid entweder kleiner oder größer als euer Gegenspieler. Das heißt, wenn ich den Ball auf Bauchhöhe vorbeiziehe, ist es wahrscheinlich, dass der Verteidiger ihn klaut, richtig? Das heißt, entweder wir ziehen ihn unten lang oder oben lang, oder wer ganz cool drauf ist, kann ihn auch hinterm Rücken vorbeiziehen. Let's go. Mach's normal, weiter geht's. Hopp, bam, bam, bravo. Oh, sehr, sehr mutig. Boom, boom, let's go. Hopp, hopp, links, rechts, klasse. Ja, ganz kurz stopp. Was genau täuschen wir denn mit dem Eurostep an? Weißt du das? Ein Pass in die Corner. Ein Pass in die Corner. Oder dass wir nach links vorbeiziehen. Was ist bei einer Täuschung super wichtig, wie bei einem Schauspieler, wir müssen Mimik und Gestik benutzen. Ich kann das mit meiner Masse jetzt gerade schwierig vorzeigen, aber wir wollen richtig übertreiben. Okay, mal richtig übertreiben. Boom, Augen weit aufreißen, Fake hier und dann rüberreißen. Okay, let's go. Boom. Ha, klasse, Tristan, bravo, good job. Boom, klasse, hopp, hopp, links, rechts, sehr gut. Denkt an den Ball entweder an den drei Seiten vorbeizuziehen, okay? Boom, hopp, hopp, links, rechts, klasse. Und noch zwei. Boom, boom, yep, good job, links, rechts, good job, bravo, Christian. Bum, 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 bam, bam. Okay. Alles klar. Wieder zurück nach oben. Kurze Pause. Eine Grundregel bei dem Eurostep ist, dass der erste Schritt immer ein bisschen kleiner ist als der zweite. Weil es super schwierig ist, aus einem langen Ausfallschritt mich jetzt auf die andere Seite rüber zu drücken. Das heißt, der erste Schritt ganz kurz und dann so schnell es geht auf die andere Seite wieder zurück. Okay, andere Seite jetzt für dich. Let's go. Boom, boom. Rechts, links, bravo. Das hat er schon klasse umgesetzt. Boom, boom. Alles gut. Boom, push. Yeah, klasse, Tristan. Hopp, hopp. Ja, nicht zu weit den Ausfallschritt. Kein Problem. Let's go. Eins.
Hopp, hopp. Klasse. Ja, wer wie ich gerade zu viel Freizeit hat und auch mal gerne in die NBA reinguckt, es gibt auch Spieler, die das sehr gut in der NBA umsetzen können. Ein Spieler davon ist einer meiner Lieblingsspieler. Luka Doncic macht das Weltklasse. Hopp, hopp. Good job. Bravo. Augen nach oben, Kopf, Augen zum Ring, genau. Hopp, bravo. Und zwei noch, let's go. Push, bravo. Rechts, links. Good job, bravo Tristan. Yeah. Boom, vorbei. Hopp, hopp, hopp. Okay, das hat Tristan richtig stark gemacht. Ich denke, ihr zu Hause auch. Bevor wir was trinken dürfen, müssen wir allesamt zwei Freiwurftreffer treffen. Oh, oh. Klasse. Okay. Ihr sowie auch Tristan habt euch eine richtig gute Trinkpause verdient. Okay, während Tristan trinkt und ihr zu Hause auch, erkläre ich schon die nächste Übung. Und zwar mischen wir jetzt die Handwechsel, die wir gerade eben gemacht haben. Sprich, wir haben wieder den ersten Dribbelrhythmus, boom, boom, gehen wieder in unseren Scherenschritt. Und das Erste, was wir machen, ist, wir mischen den Allen Iverson Crossover mit dem Handwechsel durch die Beine. Attackieren also wieder auf der rechten Seite und ihr dürft euch das Finish jetzt aussuchen. Tristan, du hast zugehört? So halb. So halb, okay. Kurz die Stichworte für dich. Dribbelrhythmus, boom, boom, Allen Iverson Crossover, durch die Beine und das Finish darfst du dir nach der Attacke aussuchen. Okay, boom, boom, good job, hopp, hopp, aber stopp. Allen Iverson Crossover war vorne. Und dann direkt in den Handwechsel durch die Beine. Bum, bum, hopp, bravo, super Tristan, hopp, klasse. Ja, und man kann auch gleich wieder mit den schweren Dingen anfangen. Tristan hat super gleich den Eurostep gemacht. Let's go. Yeah, bum. Okay, das war schon eine schwierigere Variante. Tristan, hast du für die einen Namen, für alle, die das zu Hause nicht kennen? Unterhandkorbleger, ja. Ich nenne das Goofy Layup, weil das aussieht wie Goofy, wenn er läuft. Boom, boom, hopp, hopp, push. Klasse. Eine Sache, die Tristan auch gerade bei dem Korbleger noch besser machen muss, Tristan, weißt du das vielleicht selber? Die Schutzhand. Wir müssen nämlich immer in der Lage sein, den Ball zu beschützen. Klasse, okay, auch mal den Innenhandkorbleger gezeigt, super. Hopp, hopp, good job, okay. Und noch zwei, let's go. Boom, 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 bravo. Boom, boom, klasse. Tristan, kurz, stopp. Setz noch nach, mein Fehler, setz noch nach. Hopp. Okay, denk dran, zwischendurch durchatmen. Es ist kein Problem, mal kurz Pause zu machen, wenn man nicht mehr kann. Okay. Und die zweite Sache, was haben wir gesagt beim Allen Iverson Crossover? Worauf wollen wir da viel Wert drauf legen? Lange Arm, genau. Das heißt, jetzt nicht nur Boom, Boom, sondern wir bleiben dabei, dass der erste Handwechsel schön weit ist. Handwechsel durchziehen. Fuß mitsetzen und dann in den Handwechsel durch die Beine. Okay. Let's go.
Hopp, yeah, klasse. Klasse, Tristan, good job. Wie viel hast du? Dann brauchen wir noch einen Treffer, let's go. Hopp, boom, boom, hopp. Fantastisch. Was kommt jetzt wahrscheinlich? Die andere Hand. Die andere Hand, let's go. Boom, push, bravo. Klasse, super. Gerne auch mal ausprobieren, kein Problem, wenn ihr den Korbleger nicht trefft. Good job, boom, boom, klasse, Tristan, good job, hopp, hopp, klasse. Push, bravo, boom, okay, good job, bravo Tristan, eins, noch fünf Treffer, boom, boom, push, push, boom, boom, links, rechts, good job. Boom, 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 bravo, hop, hop, good job. Denkt dran beim Eurostep, worauf wollen wir Wert legen? Der erste Schritt ist kurz, der zweite Schritt ist lang und schnell. Let's go. Hopp, bam, bam. Klasse. Okay, noch zwei. Hopp, hopp, boom, boom, hopp. Good job. Bravo. Ein letzter. Alright, bravo. Kurz durchatmen. Nächste Kombination, die wir jetzt machen. Wieder Allen Iverson Crossover. Füße mitbewegen. Rechts, links. Den hinter den Rücken Handwechsel. Okay? Bist du ready? Komm, atme nochmal kurz durch, okay? Ja. 3, 2, 1, Start. Hopp, yeah, klasse. Hopp, bravo. Good job. Seht ihr zu Hause auch, wie Tristan die Füße zwischendurch bewegt? Das ist super gut, um auf den Verteidiger zu reagieren. Boom. Hopp. Ah, welcher Handwechsel war's? Hopp. Yeah, klasse. Hopp. Klasse, bravo. Boom, boom. Ah. Ich glaube, du bringst gerade ein bisschen was durcheinander. Nochmal kurz im Kopf durchgehen. Start auf der rechten Seite. Boom, boom. Rüberziehen. Nein. Boom, boom. Rüberziehen. Handwechsel. Handwechsel und hinterm Rücken. Genau. Hopp, bravo. Boom, boom, wieder zurückziehen, hopp, hopp, boom, boom, good job. Und noch drei, let's go. Boom, boom, hopp, rüberziehen, hopp, bravo. Ja, wenn du härter dribbelst, das zweite Dribbling in einem Dribbelstart, je härter du das machst, desto einfacher ist es, den Ball rüber zu ziehen. Hopp. Rüberziehen, aha. Alles gut. Aber hast du gemerkt, dass dadurch, dass du die Füße nicht so gut gesetzt hast, du den Handwechsel nicht so, so gut durchziehen konntest. Boom, boom, hopp, bravo. Klasse.
Good job. Was kommt jetzt wahrscheinlich? Genau. Let's go. Boom, boom. Bravo, Tristan. Und Tempo. Durchatmen, alles gut. Ja, aber Tempo bei der Attacke. Boom, boom. Bravo. Hopp. Good job. Klasse. Boom, boom, good job. Hopp. Good job, bravo. Noch zwei. Hopp, hopp, yes, bravo. Klasse. Ah, mit voll. Tristan, jetzt auch du nochmal. Setz nach, weiter, 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 setz nach. Auch du jetzt nochmal, kurz entspannen, nochmal drauf. Wir wollen wirklich viel Wert darauf legen, dass du das mit 100% Tempo machst. Es bringt uns beiden nichts, wenn du das mit 50% machst als Konditionsaufgabe. Okay, let's go. Boom, boom, super. Klasse Fußarbeit und nur noch durchziehen. Rüberziehen, good job. Und ein letzter, hopp, hopp. Okay, nochmal zwei Freiwurftreffer, ganz kurze Trinkpause, wenn ihr das geschafft habt. Oh. Ja, tief durchatmen, gerade wenn man davor viele Sprinteinheiten hatte, kein Problem. Tief durchatmen, lasst euch Zeit beim Freiwurf. Genauso. Weiter geht's. Oh, und Tristan, ein Treffer noch. Let's go. Alles gut, kurz durchatmen. Let's go, einen Treffer brauchen wir noch, Tristan, let's go. Okay, ganz kurze Trinkpause. Den Ball nehme ich, weil jetzt braucht ihr den Ball nicht mehr. Jetzt kommt nämlich der interessante Teil, auch bevor ihr ausschaltet. Ja, der ist genauso wichtig wie der Basketballteil auch. Okay. So. Komm kurz her. So, wir gehen als allererstes in den Unterarmstütz. Genau. Den kennst du ja auch schon. Bereit? Seitlich bleiben, genau. Und Hüfte ein bisschen runter. Das halten wir zum Anfang einfach mal 30 Sekunden. Let's go. Ihr macht genauso mit wie Tristan. Ja, wichtig ist, dass die Schulter über der Ellenbeuge sind. Ja, der Oberkörper ist jetzt weder ja, oben oder unten, sondern der Oberarm in Verlängerung der Schulter.
Was Tristan auch sehr, sehr gut macht, ist, dass er den Nacken nicht nach oben nimmt und einquetscht, sondern in einfachen Verlängerungen der Wirbelsäule hält. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Ja? Tristans Kopf ist ganz, ganz rot geworden. Tristan, warum? Weil er nicht atmet. Okay, Jungs, auch wenn ihr so eine Übung macht, weiter atmen, kein Problem. Okay, kurze Pause. Nächste Sache, die wir machen, ist, aus dem Unterarmstütz erstens den Arm zu heben, dann wieder zurück, dann den linken Arm in Verlängerung der Schulter, quasi nach vorne, wieder zurück, rechtes Bein anheben, wieder zurück, linkes Bein anheben. Okay? 5, 4, 3, 2, 1, rechter Arm hoch, genau, versuchen, stopp, 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 kurz halten, rechter Arm hoch. Ja, worauf auch ihr achten müsst, ist, dass wie bei Tristan sich die Hüfte nicht komplett dreht, sondern wir gerade bleiben und nur der Arm nach vorne zeigt. Und linker Arm. 5, bisschen länger oben halten. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Machen wir eine ganz kurze Pause. Ja, wir machen gleich weiter. Nächste Sache ist die Anhebung der Beine. Okay, kurz durchatmen. Auch ihr zu Hause. Wichtig, weiter durchatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Rechter Fuß hoch. Genau. Muss gar nicht so hoch sein, reicht kurz über dem Fußboden. Hauptsache, der setzt nicht ab. Und absetzen. Linkes Bein hoch. Hüfte ein bisschen runternehmen. Nur kein Zelt bauen. Und wieder absetzen, rechtes Bein hoch. Und absetzen, linkes Bein hoch. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Okay, kurz durchatmen. Gerne auch mal den Boden kurz wegwischen mit den Schuhen, wenn ihr wie wir die Möglichkeit habt, draußen oder in der Halle zu spielen. So, die letzte Sache nennt sich Plank to Push-Up. Das ist also der Unterarmstütz, den ihr in die Liegestützposition reindrückt. Okay, hast du das schon mal gemacht? Ja. Okay, dann. Kann ich noch einen Liegestütz dazwischen machen? Also nein, einfach nur die Position wechseln, das reicht schon. Wieder 30 Sekunden, das ist die letzte Aufgabe für heute. 3, 2, 1, Start. Bumm, bumm und wieder absetzen. Good job. Hüfte bleibt möglichst stabil, wenig wackeln. Come on, Tristan, weiter geht's. Auch ihr zu Hause, weitermachen, kein Problem. Kämpft euch durch, wir wollen nach dem Lockdown wieder fit in die Hallen kommen. Yeah, come on, come on, push, 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 da geht noch mehr. Come on, come on, come on, come on. Und 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Okay, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Okay, denkt dran, YouTube-Kanal von Raster Fechter abonnieren, die Glocke an, damit ihr unsere Push-Nachrichten bekommt. Wenn ihr das noch nicht wusstet, wir haben auch den SC Raster Fechter e.V. als Instagram-Account. Auch da schickt mir regelmäßig Videos rein und Updates zu unseren Trainingsvideos. Okay, wenn ihr Fotos und Videos gemacht habt von euren Workouts, zögert nicht, das uns, euren Trainern zu schicken. Wir teilen das gerne, wenn ihr das wollt, via Instagram. Wir sind eine Community und vielen Dank. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.